Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem, ja, etwas anderen Video mal auf meinem Kanal. Und zwar ist das ein Infovideo erst einmal und zwar leider mit einer etwas weniger schönen Hintergrundgeschichte. Und naja, ich fange am besten einfach mal an. Ihr seht sicherlich im Titel, ich wurde heimgesucht von einem ziemlich krassen Virus, einem ziemlich kranken Virus, der eine ganze Menge Schaden angerichtet hat. Deswegen ist jetzt im Moment alles so ein bisschen durcheinander gewesen. Ich habe es ja erzählt, von der Schule her bin ich sehr eingespannt und ich möchte euch in diesem Video einfach mal ein bisschen vor diesem Virus warnen, beziehungsweise ich möchte euch explizit vor dem Virus warnen, wie ihr euch den einfangen könnt. Das erkläre ich euch gleich, wie ich ihn mir eingefangen habe, das zeige ich euch auch. Verdächtige Dateien und wie ihr erfahren könnt, ob ihr diesen Virus habt, denn der äußert sich nicht in irgendwelchen Scans von Avira oder ähnlichem. Das zeige ich euch auch, das heißt, bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr keinen Bock habt, sämtliche Passwörter zu verlieren und außerdem miesen Betrug auf die, ja, auf den Leim zu gehen. Also, ich fange am besten von Anfang an. Ihr seht's, im Hintergrund habe ich ein bisschen Musik an, beziehungsweise ihr seht's nicht, ihr hört's. Und ja, ich fange am besten einfach mal an. Und zwar, wie bin ich auf diesen Virus gestoßen erst einmal? Also fange ich jetzt, ziehe ich das Pferd mal von hinten auf. Wie bin ich drauf gestoßen? Ich habe erst einmal gemerkt, dass mein PC extrem langsam wurde, ne? Also dann ging das so. Ich habe es erstmal zum Hochfahren des PCs Ewigkeiten gebraucht und dann liest er sich auf einmal nicht mehr, wie ich sonst immer es gemacht habe, in den Ruhezustand versetzen. Und da habe ich das erste Mal gedacht, was ist denn da falsch? Dann habe ich einen Avira-Virenscan gemacht. Und der hat kein Ergebnis gegeben oder der hat ein Ergebnis gegeben. Alle Viren habe ich in die Quarantäne gepackt und eliminiert. Und danach war ein wenig Ruhe, aber irgendwie war das Problem immer noch nicht gelöst. Und dann ist der Virus richtig ausgebrochen. Ich gehe davon aus, dass ich ihn mir eingefangen habe, indem ich entweder durch Stream über irgendeine Seite, ne, also Streaming ist ja nicht illegal, es ist im Moment noch eine Grauzone. Das zur Verfügung stellen von solchen Videos ist illegal, aber das Stream gucken an sich selbst nicht. Also ich meine jetzt nicht das Twitch-Stream gucken oder ähnliches, sondern eben von irgendwelchen Filmen oder ähnlichem, ne, Movie TK oder ähnliches. Da kann man ja sowas sich anschauen. Und dann, damit diese Firmen eben auch was verdienen, obwohl sie ja in so einer Grauzone arbeiten, müssen die natürlich Werbung schalten und diese Werbung, da gucken die nicht, was das ist und da sind eben auch mal Viren dabei. Wenn man dann das Fenster schließt, lässt es sich nicht schließen und so weiter und dann hat das irgendwie da oder bei irgendeinem Programm, was ich illegal mir kopiert habe von einem Freund, beziehungsweise ein paar habe ich auch runtergeladen, die habe ich mittlerweile alle gelöscht, dann war das da in einem Setup mit drin und die haben das ganz geschickt gemacht, also an dieser Stelle wirklich, ja, Respekt an die Entwickler dieses Viruses. Ist natürlich trotzdem eine widerwärtige Art und Weise, an Daten ranzukommen. Und ja, auch eine ziemlich endgültige Art und Weise quasi. Oder eine ziemlich massiv schlimme Art und Weise. Warum? Das zeige ich euch gleich, beziehungsweise das erkläre ich euch gleich. Aber wie haben die das gemacht? Wie habe ich mir denn eingefangen? Ich habe irgendein Setup gestartet oder irgendeine Seite aufgerufen. Und dann wurde die, dieser Virus runtergeladen und zwar nicht durch irgendeine Datei, sondern ein Setup und da wurde dann einfach irgendwo entweder ein Programm installiert, ohne dass ich da einen Haken gesehen habe und den weggemacht habe. Das ist manchmal in erweiterten Einstellungen oder erweitertes Setup. Da klickt man sich dann immer so durch diese, ja, Benutzerzustimmungen zu irgendwelchen Lizenzen und so klickt man sich durch, weil das ja eh schon passen wird irgendwie und das habe ich eben auch gemacht, mich durchgeklickt, nicht durchgelesen, was da steht, nicht richtig aufgepasst und ruckzuck war dieser Virus installiert und der hat sich geäußert zuerst einmal, indem ich auf einmal auf meinem Virus irgendwelche Fenster mit Werbung hatte, auf meinem Virus sage ich schon, soweit ist es schon, auf meinem Desktop irgendwelche Fenster mit Werbung hatte, einfach mitten auf dem Desktop, die ließen sich auch schließen, ich hatte nichts anderes offen. Ja, und da wurde ich dann halt richtig stutzig und habe angefangen, meinen PC abzusuchen nach unüblichen Dingen. Und das Erste, was ich gesehen habe, ist, dass überall irgendwelche komischen Ordner waren im Systemverzeichnis auf der C-Platte. Also er hat glücklicherweise nur die C-Platte befallen, nur die Systemfestplatte und meine Daten sind verschont geblieben. Das heißt, alles, was mit YouTube zu tun hat, ist alles noch, ja, ganz toi 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 an dieser Stelle. Dann hat er sich da reingeschrieben in die Registry und hat irgendwelche Ordner erstellt mit zufälligen Namen, die man auch teilweise nicht löschen konnte und hat auch Spam-Programme installiert und dann habe ich mal geguckt in den Task-Manager, was läuft denn alles so parallel
an Prozessen. Ne? Ich kann jetzt mal reingucken in den Task Manager. Das hier ist jetzt ein neues System. Ich habe das System komplett deinstalliert und neu installiert. Komplette Festplatte platt gemacht. So, was läuft hier so an, an Apps? So sieht das normalerweise aus. Ne? Hier alles ist verifiziert. Und man weiß, was es ist. Aber ich hatte da dann eben irgendwelche komischen chinesischen Zeichen drin. Und dann habe ich geguckt. Habe ich Rechtsklick gemacht und Dateipfad öffnen. Und dann kam ich in das Installationsverzeichnis von so einem Programm. Und das war dann eben auch chinesisch. Und dann habe ich diese Programme erstmal deinstalliert. Und da hat es ja schon angefangen, Probleme zu machen. Denn erstens liefen immer noch Sachen, von denen ich nicht wusste, welcher Prozess es ist. Und es waren halt definitiv nur noch verifizierte Windows-Prozesse offen. Und dann habe ich angefangen, richtig da reinzugehen und habe mal angeguckt, was ist denn eigentlich noch alles falsch. Habe mir nach und nach die Ordner zusammengesucht, nach und nach die Dateien zusammengesucht, die nicht normal sind und diese Programme deinstalliert. Und dann, als ich das letzte Programm deinstalliert habe, habe ich festgestellt, dass es einfach die Programme, die ich vorher deinstalliert hatte, wirklich deinstalliert, die waren weg. Ich habe es geguckt. Die waren wirklich weg, auch aus der Systemsteuerung und aus der Festplatte waren die weg. Das hat das letzte Programm, das Deinstallieren des letzten Programms, hat diese Programme komplett alle wieder neu installiert. So, dann habe ich mir ein externes System genommen, also eine CD mit einem Linux drauf, habe die eingelegt, habe davon gestartet, habe diese Programme gelöscht und dann bin ich in Windows wieder rein, in die Registry und habe nach unüblichen Einträgen gesucht, habe die alle gelöscht, alles aufgeräumt, Defragler installiert, also wie heißt das, C-Cleaner, so rum, alles mögliche gemacht, Ordner strukturiert, alles was nicht dazu gehört gelöscht, mit dem Ende vom Lied, dass der Virus immer noch nicht weg war und er es irgendwie geschafft hat, trotzdem noch weiter zu existieren. Und jetzt kommt der wirklich krass schlimme Part, und zwar hat dieser Virus es so weit getrieben, dass er meinen Google Chrome Browser, an dem ich mir auch gedacht habe, irgendwas kann hier nicht stimmen. Ich hatte nämlich irgendeine komische Startseite, die heißt übrigens 90google.com, also fast normal Google, und sieht auch erstmal ganz nützlich und gut aus. Ich kann mal gerade da drauf gehen. 90google.com oder was? Ich glaube, es war O. Moment. Post 1. Ich weiß es gerade nicht. Nein, google.com. So rum. So. Na, finde ich es denn jetzt? Ich will auch, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht da drauf. Also, die Website ist es schon mal nicht. Was war das denn? Ich weiß es jetzt nicht. Jedenfalls war das die Startseite. Und genau. Herzlichen Glückwunsch, genau Windows-Benutzer. Sie wurden so verlassen. Nein, google.com war diese Seite und da bin ich stutzig geworden. Warum habe ich das als Startseite? Ich habe es doch aus den Startseiten rausgelöscht. Habe doch die neue Tab-Seite. Und dann habe ich mal geguckt nach der Chrome-Installation. Und Chrome neu installiert, alles neu gemacht, alles fresh gemacht und nur um festzustellen, dass das neu installierte Chrome gerade schon wieder diese Startseite hatte. So, und dann bin ich dazu übergegangen und habe auf dem Desktop meine Chrome-Verknüpfung mir angeguckt und in die Eigenschaften bin ich gegangen. Und was ich da gesehen habe, hat das Ganze wirklich, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Also es gibt Viren, die sind einfach nur da, um Leute, ja, böse zu machen. Einfach nur da, um ein System zu zerstören. Aber dieser Virus hat es tatsächlich geschafft, meinen Chrome-Browser zu ersetzen durch einen Fake-Browser, der genauso aussieht wie Chrome. Allerdings jede einzelne Tastatureingabe, jedes Formular, was abgeschickt wird, mitschreibt. Das heißt, irgendein Entwickler, der sich jetzt ins Fäustchen lacht, hat jede Menge Passwörter von mir bekommen. Hat auch mein PayPal, mein Google, mein Microsoft-Passwort bekommen. Die ersten drei habe ich bereits geändert. Und bei PayPal kam es dann zu dem Problem, dass ich anscheinend nicht schnell genug war. Und der ganz einfach mal dann das Passwort so geändert hat, dass ich nicht mehr reinkam. Und auch die Sicherheitsfragenantworten geändert hat. Und jetzt musste ich da bei PayPal extra anrufen, um das Ganze wieder herzustellen. Hab mein System jetzt neu gestartet. Und an diesem Punkt soll dieses Warnungsvideo vor diesem Virus einfach, ja, zu Ende sein. Also ich denke, ich habe ganz gut zeigen können, was der Virus gemacht hat.
Und das war mir einfach wichtig, dass ihr wisst, was da los war. Und ich wollte euch einfach warnen, damit euch das nicht passiert. Leute, seid vorsichtig, wo ihr euch rumtreibt. Illegale Sachen machen. Es gibt einen Zweck, warum die illegal sind. Und zwar, weil sie nicht gut sind, weil da jede Menge Scheiße mit passiert. Das heißt, Programme cracken. Ich weiß, es kostet dann nichts und es bietet sich ja an. Und ein paar Programme sind einfach zu teuer. Aber Leute, es ist halt illegal. Und das wird halt genutzt. Diese illegale Quelle wird genutzt, um ganz, ganz fiese Dinge mit euren Sachen zu machen, die wirklich vertraulich sind, eure Daten weiterzugeben. Die werden verkauft und das für jede Menge Geld, mehr als ihr durch diesen Crack gespart habt. Also, es lohnt sich einfach nicht. Wenn ihr Filme schauen wollt, dann schaut sie euch auf Netflix an oder ähnliches. Ich hoffe, ich konnte euch damit erreichen und euch hat das Video wirklich weitergeholfen. Und das nächste Intro-Video wird dann wieder etwas fröhlicher. Und da zeige ich euch auch, was ich mir so vorstelle unter meinem neuen Setup, denn ich gehe jetzt arbeiten. Aber das soll in einem anderen Videothema sein. Jetzt erstmal war es das zum Virus, den, ja, der meinen PC intrudiert hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, Video teilen und so weiter. Und schreibt doch mal in die Comments, was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt mit Viren. Ob ihr auch mal so einen Zwischenfall hattet. Wie oft ihr euren PC tatsächlich neu aufsetzen musstet. Oder ähnliches. Erzählt doch einfach mal ein paar Geschichten in den Comments. Und dann schaue ich mir das mal durch und lese mir das durch. Schreibt da mal einfach, wer da auch schon Erfahrungen mitgemacht hat mit so heftigen Viren. Ne, das meiste ist ja wirklich einfach nur Spam. Aber der war wirklich, das war ein fettes Kaliber. Respekt an den Programmierer. Aber wirklich, so eine bodenlose Unverschämtheit, einfach eigennützig Daten von anderen zu kopieren durch sowas Mieses. Das geht einfach nicht. Und irgendwo ist Schluss mit lustig beim Hacking. Es gibt Hacking zum Spaß und es gibt Hacking, um boshaft zu sein. Und das ist definitiv bösartiges Hacking. Das war's an dieser Stelle. Ich möchte mich jetzt nicht weiter aufregen, denn ich bin gut drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst die Welt heile und macht es richtig gut.